So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Es beginnt eine neue Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer montags mit einer offenen und freien Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und vergesst nicht in die Mail eure Telefonnummer reinzuschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Eva. Ist sie das? Hallo? Das war Eva. Dann geht es weiter mit... Wir haben heute einige kleine technische Schwierigkeiten, wie ihr das schon hört. Ich kann nämlich hier auf meinem Computerbildschirm die Namen nicht lesen. Deshalb müssen die Leute aus der Regie mir das immer hier auf dem Kopfhörer sagen. Also frage ich jetzt meine Kollegen, mit wem machen wir weiter? Mit Volker. Hallo? Hallo, ja. Ja, da ist ja jemand. Das ist doch schon mal wunderbar. Wunderbar. Volker, und du bist 45 Jahre alt. Richtig, ja. Das ist schön, dass du da bist. Ja, hallo. Volker, um was geht's bei dir? Ja, um mir geht's um eheliche Probleme mit meiner Frau und der Familie, die sich schon jahrelang einherziehen, sag ich mal. Ich bin seit 1989 verheiratet. Ja. Und am Anfang war alles soweit in Ordnung und wir haben dann mittlerweile zusammen 3 Kinder. Mhm. Und ich habe immer wieder Probleme gehabt, so in der Ehe meinen Mann zu stehen und meine Perspektive klar zu darzustellen und mich zu präsentieren, wie es normalerweise als Mann in der Ehe sich verhält. Und ja. Ich habe mich zurückgehalten. Was meinst du genau damit, deinen Mann zu stehen? Ja, also mich in gewissen Situationen, wenn es mal Streit gab mit irgendwelchen Nachbarn oder was in der Art, mich da also meine Meinung zu vertreten und meine Frau ein bisschen in Schutz zu nehmen und so. Achso, du hast dich immer zurückgehalten? Immer das Weichei gespielt, sag ich mal. Achso. Und habe dann so gesehen, mich da immer im Hintergrund gehalten. Meine Frau hat das immer geregelt und gemacht. Ja. Hat sich immer aufgeregt und ich habe mich immer... Was aber sicherlich deiner Frau auch nicht gut gefallen hat. Ne? Richtig, genau. Und das hat meine Frau, wie gesagt, eine gewisse Zeit noch mitgemacht. Mhm. Irgendwann... Weil sie das leid, sie wollte nicht die Männerrolle übernehmen, sondern sie wollte halt als Frau gesehen werden und der Mann sollte sie halt beschützen, so gesehen, und auch dementsprechend führen und das alles in die Hand nehmen. Ja. So, und das hat sich dann so bis zum Jahr 2000 hingezogen. Ja. Und dann wollte sie sich scheiden lassen. Im Jahre 2000 schon? Im Jahre 2000. Wir haben heute schon 2007. Ja. Seid ihr geschieden? Nein. Nee. Im Jahr 2000, das heißt, ihr habt euch 7 Jahre noch gequält? Ja. Ich habe dann im Jahr 2000 nochmal einen Neuanfang gestartet. Wir sind in ein Haus gezogen und haben uns davon versprochen, einen Neuanfang zu starten. Ja. Ich habe es aber nicht geschafft, da diese Sache in die Hand zu nehmen. Es ist so weitergelaufen wie bisher. Das heißt, du hast dich in deiner Grundcharakterstruktur nicht verändern wollen oder können? Habe ich nicht können, nein. Ja. So, wie ist denn die Stimmung aktuell zwischen uns beiden? Ganz mies. Ganz mies. Ja. Weil seitdem ist meine Frau nicht mehr aus dem Haus gegangen, seit 2000. Wie bitte? Ja. Die ist seit 2000 nicht mehr aus dem Haus gegangen? Nein. Die ist 7 Jahre in ihrem Haus, in eurem Haus? Ja. Warum? Ja, das ist ja stiller Protest, dass die Ehe nicht klappt und dass sie aus dem ganzen Dilemma irgendwo nicht raus kann. Sie, also ich halte mal fest, es gibt Zwangserkrankungen, wo Menschen nicht nach draußen gehen können, weil sie wirklich eine seelische Erkrankung haben. Das liegt bei deiner Frau aber nicht vor. Ja, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil sie hat sich also aus diesem schönen Protest hinaus so die Haare ausgerissen, sag ich mal. Aus Verzweiflung und aus... Aber ich denke, 7 Jahre im Haus. Ja. Wie alt sind eure Kinder jetzt? 11, 14 und 17. Man muss doch mal einkaufen, man muss mal mit den Kindern zum Arzt, man muss selbst mal zum... Das machst alles du? Ja. Und sie musste auch nicht mal zum Arzt in all den Jahren? Nee, musste sie nicht. Oder zum Friseur oder sich was kaufen? Oder? Nee, sie musste nicht zum Arzt. Nein. Ich höre da gerade jemanden im Hintergrund. Ist sie da? Sie ist da, ja. Weiß sie, dass du mit mir sprichst? Ja, sie weiß, dass ich mit ihr spreche. Das ist erstmal gelogen. Was hast du? Das ist erstmal gelogen? Seit 11 Jahren wird halt keine Ehe geführt und das ist das Grund, das Übel, dass... Ob sie mit mir mal eben sprechen würde wollen? Würdest du... Würdest du mit ihm mal sprechen wollen? Bärbel? Ich habe nur mit Therapeuten. Du bist ja kein Therapeut in dem Sinne jetzt. Ja. Sie möchte das nicht? Möchtest du, Bärbel? Ich würde es sehr gerne. Ja, ich würde auch gerne, dass du mal die Wahrheit erzählst. Ich
Ich habe nur gesagt, du hast seitdem keinen Arzt aussuchen müssen in der Zeit, wo du jetzt getrennt zu Hause im Haus bist. Das meine ich jetzt. Also frag sie doch nochmal ganz klar, ob sie gerne mit mir sprechen würde. Sprechen. Ja, da würde ich die Wahrheit erzählen. Ja, guten Tag. Hallo Bärbel, du bist Bärbel. Ja. Ich bin Jürgen, grüß dich. Ja, ich sehe oft deine Sendung. Ja, das ist ja schön, dann kennst du mich auch. Ja, da habe ich einiges schon gelernt. Ja, das finde ich jetzt erstmal toll, dass du dich jetzt auch hier gleich äußerst. Denn, ja, weil ich einfach klarlegen muss, was nicht stimmt. 7 Jahre stimmt überhaupt nicht. Er hat gerade erzählt, dass du 7 Jahre nicht aus dem Haus gegangen bist. Das stimmt. Ja, das weiß ich, dass er oft lügt. Das stimmt. Das kann man alles nicht so ernst nehmen. Das stimmt gar nicht, du warst... Nein, das stimmt nicht. Ja. Nein, das stimmt alles nicht. Aber wie kommt es, dass er sich dann so eine merkwürdige Lüge ausdenkt? 7 Jahre nicht aus dem Haus gegangen? Da sitze ich schon oft bei Therapeuten und muss das immer klarstellen, ja. Also du hast in den letzten Jahren ganz normal, bist du rausgegangen und hast immer wieder was unternommen und ja, warst eben draußen. Ja, die letzten 3 Jahre nicht so. Ach so. Aber davor schon. Ja. Ja, weil ich das nicht einsehe, das alles zu machen. Ja. Mit Kinder, Haushalt, Männersachen. Und all die Sachen, die so auf einen zukommen. Also ist da schon ein Protest dabei, ne? Ja, das reige ich ein bisschen. Ja. Und die letzten 3 Jahre dann doch eher zu Hause geblieben? Ja, ich gehe natürlich an die Luft, ne? Ja. Nur, das Problem ist ja auch, ich kann gar nicht irgendwo hingehen, weil ich gar keine Anziehsachen habe. Weil mir keiner die Zeit gibt, auch nicht mein Mann oder auch die Schwiegereltern, die Kinder mal nehmen könnten, ja. Um mich auch mal um mich zu kümmern. Ja. Ja. Nur, ich habe auch Therapien angefangen gemacht, aber es kommt nicht weiter, weil dieses Lügen und immer auf mich alles zu beschimpfen nicht weitergeht. Ne? Also, das mache ich jetzt nicht. Wir beide unterhalten uns und ich bin froh, dass ich direkt mit dir reden kann, um das mal gleich darzustellen. Ja, aber ich kann nicht immer zu allen Therapeuten hingehen, wenn mein Mann dann wieder sowas erzählt und dann immer alles klar. Denn diese Zeit habe ich auch nicht mehr und will ich auch nicht mehr haben. Bärbel, was empfindest du für deinen Mann noch? Ja, so wie er im Moment ist, habe ich auch ihm klargelegt seit 3 Jahren, dass eigentlich nicht mehr viel übrig ist. So aber er versteht es nicht. So wie er mir das gerade erzählt hat, hattet ihr ja schon vor 7 Jahren eine dicke Ehekrise. Ja, und er führt ja seit 11 Jahren gar keine Ehe mehr. Das heißt, es gibt das auch keine... Heißt, wir sind Bruder und Schwester von ja. ihm aus. Es gibt auch keine Zärtlichkeiten zwischen euch, kein Nein, Kuscheln mal, das gar nichts. Ja, kaputt. Bärbel, dann gibt es eigentlich nur eine ganz klare Frage von mir an dich. Warum tust du dir das an? Warum gehst du nicht? Ja, das würde ich gerne, das versuche ich nämlich seit mehreren Jahren. Ja. Eine Scheidung lief auch 3 Monate lang. Ja. Nur er hat so eine Art an sich und deshalb haben wir, soll er sich ja auch mal Hilfe suchen. Ja. Man kommt schlecht an ihn ran oder man kann ihm irgendwas sagen, dass er da seine Probleme hat. Mag ja sein. Was unternehmen soll. Okay, das mag ja alles sein. Aber du bist ja Frau deiner selbst. Du könntest doch sagen, pass mal auf, ich gehe. Ja, das versuche ich ja, aber man kommt so schlecht von ihm los. Warum? Ja. Du kannst doch gehen. Nimm deine Sachen und geh. Nee, ich habe erstmal 3 Kinder. Ja, Sachen. Ich habe ja gar keine erstmal, gar nicht, weil mir das alles weggenommen wurde. Weil wir, als wir hier eingezogen sind, meine Anziehsachen drüben einfach irgendwo liegen gelassen worden sind. Und obwohl ich ein paar Mal gesagt habe, sollen wir bitte rüberholen. Ich habe auch 3 kleine Kinder gehabt in der Zeit. Alles merkwürdig. Aber an der Kleidung kann es ja nicht liegen. Die kann man ja besorgen, wenn du weg würdest wollen. Ja, das verspricht man ja erstmal immer wieder, sich zu ändern. Dann fängt da Therapien an. Vergiss es. Wenn ihr so viele Jahre euch ineinander verbissen habt, glaube ich, gibt es da gar keine Rettung mehr. Die Rettung ist Trennung. Das versuche ich ihm ja auch klar zu machen. Aber er lässt mich ja nicht los. Ja, sozusagen. Also er versteht ja, vom Kopf her aber nicht. Das liegt ja auch an dir, dass du dich nicht loslassen lässt, glaube ich. Ja, ich versuche ja immer wieder, mir Hilfe zu suchen und zu machen, dass ich das auch will. Nur es wird mir immer wieder stein. Ich muss Termine wieder absagen, die ich mir gemacht habe. Oder ich habe mir vorgenommen, dann das zu erledigen. Dann werden mir die Kinder wieder am Hintern gepackt, sozusagen. Oder es kommt immer irgendwas, Bärbel. Das kann keiner verstehen. Es kommt, ich Bärbel, schon mal weißt gesagt, du, ich bin ein Mensch, der gerne durchgreift und das durchzieht. Solange es keine Gewalt vorliegt, und das scheint ja bei euch nicht der Fall zu sein, nein, es ist kann ich nicht begreifen, dass ein Ehepartner, egal ob Frau oder Mann, nicht einfach sagen kann, jetzt gehe ich gehe zum Jugendamt, das wird geklärt mit den Kindern, aber ich will aus der Ehe und von dem Partner weg. Das begreife ich nicht, dass das nicht geht. Ja, weil er das nicht so unterstützt, weil er immer wieder mich versucht, irgendwie festzuhalten mit seinen Versprechungen oder Äußerungen oder... Aber du willst. Ja. Du willst. Ja, wenn er so bleibt, wie er ist. Ich meine, 11 Jahre ohne Ehe... Ich erwarte jetzt eigentlich ein klares Ja, nach dem, was ich da jetzt gerade von euch gehört habe. Willst du aus dieser... Ich bin am Arbeiten, das weiß er auch. Und deshalb ist er ja jetzt auch im Moment am Rudern. Ja.
weil aber, er weiß, dass ich das gerne unternehmen möchte und auch mir Hilfe gesucht habe. Ja, also ich will aber nochmal die so wirklich die ganz klare Stellungnahme von dir hören. Das weiß ich. Bitte? Ja. Nur das Problem ist, ich muss das jetzt schaffen, ich werde das auch durchziehen, nur er soll kapieren, mich auch mal zu lassen. Ja, okay. Also das mit diesem Satz würde ich jetzt gerne nochmal mit ihm reden. Wenn, bevor also wir. Ich meine jetzt auch, wenn von ihm keine Zärtlichkeit Liebe kommt, deshalb frage ich auch, was willst du von mir? Er kann mir dafür keine Antwort geben. Also, Bärbel, ich glaube, da muss man nicht Psychologe sein oder so. Nee, was du mir gerade erzählt hast, da glaube ich, da denken alle Leute mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, die, da ist aber auch alles tot, was nur tot sein kann. Ja, das sage ich. Ne? Die müssen. Dann machen Sie das mal einen Mann begreiflich, der sozusagen. Eure Kinder leiden ja auch unter dieser Situation, in der ihr da lebt. Ja, das sage ich ihm ja auch. Ihr müsstet euch als erwachsene Menschen zusammenraufen, allein schon für die Kinder. Und dann, dann an zweiter Stelle. Das wird aber mal einer ihm sagen, nicht immer mir. So, mir wird das immer gesagt. Das werde ich ihm jetzt auch sagen. Verstanden. Ja, aber du musst. Durchziehen, nur ihm wird es nicht klar deutlich dargestellt. Ja, aber ich werde es ihm jetzt auch sagen. Aber du musst auch deinen Teil dafür tun. Und ich bin dabei. Ach, Bärbel, also, weißt du, wenn du 7 Jahre den Absprung nicht gekriegt hast, dann liegt es auch mit an dir. Es liegt auch mit an dir. Ja, ich sag nicht nur an dir. Ich habe mir Hilfe gesucht und das geht jetzt vorwärts, ja. Gut. Und darüber rede ich auch nicht mit meinem Mann, denn sobald er weiß, dass ich was unternehmen wird, er wieder versuchen, mir das auch auszureden. Verstehe. Deshalb rede ich ja auch nicht jetzt darüber und... Ah ja, verstehe. Ich verstehe. Das heißt, also ich verschließe mich auch, damit ich auch die Möglichkeit habe, dass nicht jeder weiß, was ich vorhabe, was ich nicht vorhabe, um mir das alles wieder wegzunehmen. Okay, da will ich da nicht weiter bohren. Nee. Ich hoffe, dass du das dann so durchziehst und die Kraft auch dazu hast. Ja. Und du gibst mir ihn bitte jetzt nochmal. Ja, okay. Alles Gute, Bärbel. Alles danke, Liebe. Tschüss. Hallo. So, Volker. Ja. Jetzt haben wir alles gehört und du hast auch gehört, was sie gesagt hat. Ja, habe ich gehört. Sie will weg. Ja, ist richtig. So. Willst du auch, dass ihr euch trennt? Nein, das möchte ich nicht. Bist du denn des Wahnsinns? Warum nicht? Warum nicht? Was ist denn das für ein Leben, was ihr da führt? Ja, das ist überhaupt kein Leben, Moment. Ja, eben. Da kannst du doch nicht zwanghaft so ein Ding zusammenhalten. Ich habe gerade schon zu Bärbel gesagt, was tut ihr euren Kindern an, wenn ihr in einem solchen Stress jetzt schon seit Jahren lebt, ihr beiden? Ja, ist richtig. Da gibt es nur den klugen Ratschlag und den klugen Weg zu sagen, wir trennen uns jetzt vielleicht erstmal, aber wir trennen uns, um erstmal eine Ordnung zu finden. Ja. Und das muss auch mit den Kindern ordentlich geregelt werden, wie das dann weitergeht. Aber ihr beiden Kampfhähne müsst auseinander. Ihr macht euch eure Psychen gegenseitig kaputt und die Psychen eurer Kinder kaputt. Das ist richtig, ja. Das stimmt schon, ja. Bist du denn bereit, jetzt das Deinige dazu zu tun auch, dass ihr auf Abstand kommt. Ja, wenn wir das irgendwie vernünftig besprechen können, wenn das... Aber sie hat ja gerade gesagt, dass du immer dagegen steuerst und, das ist richtig, und sie nicht loslässt. Ja, das ist richtig. Ja, aber das ist doch ein kapitaler Fehler, den du da begehst. Ein kapitaler Fehler, muss ich so sagen. Ja. Ohne Wenn und Aber, Volker. Mhm. Ja, vielleicht sind sie richtig bewusst geworden. Also ist schon richtig, dass die Kinder darunter leiden und dass die Beziehung da nicht besser wird und das ist kein. Nein. Also das ist ganz schlimm, was ich jetzt gerade mitbekommen habe, was da bei euch abgeht. Ganz schlimm. Und ich habe wahrscheinlich nur so ein ganz kleines Pünktchen gehört von all dem, was da jetzt in den vielen, vielen Jahren sich angesammelt hat. Richtig, ja, das stimmt. Das ist eigentlich Psychoterror, was da abläuft. Ja, von wem auch immer bedingt. Ja, das auslöst, ist immer eine andere Situation, immer was anderes, richtig, ja. Und die Kinder sitzen mittendrin, ja. Ich appelliere jetzt nur an dich, was jetzt Bärbel macht. Ich hoffe, dass sie es so durchzieht, wie sie es gerade angekündigt hat. Ja. Dass du auch das dazu tust, nämlich dass du loslässt, dass du die Frau loslässt, mit dem Ziel, dass ihr eine Trennung hinbekommt, eine ordentliche Trennung. Ja. Und vielleicht und hoffentlich dann mit der Perspektive, dass ihr gut dann in Abstand miteinander verkehrt, wegen eurer Kinder. Das ist richtig, ja. Ich möchte, dass meine Psychologin mit dir jetzt noch ein paar Worte spricht. Ja, okay. Ne? Dann kann sie dir noch ein paar Ratschläge geben, wie es für dich auch konkret weitergehen könnte. Okay, gut. Volker, du legst bitte auf und wir rufen, das heißt meine Psychologin, die Simone, ruft dich wieder an. Alles klar, gut, dankeschön. Alles Gute. Ja, tschüss. So, dann geht's weiter mit Sabine. Hallo Sabine. Hallo. Wie alt ist Sabine? Bin ich jetzt auf dem Sender? Ja. Ich bin 41, hallo Jürgen. 41, hallo Sabine, schön, dass du da bist. Ja. Jetzt sind wir beide dran. Gut. Um was geht's denn? Ich hatte letzte Woche angerufen zu dem Thema, für meine Schönheit tue ich alles. Mhm. Und
Ja, was soll ich dazu sagen? Aber wir hatten nicht miteinander gesprochen. Nee. Nein, wir hatten nicht miteinander gesprochen. Und du bist nicht mehr dran gekommen. Nee, leider nicht. Aber macht nichts. Aber für deine Schönheit tust du alles, sagst du. Ja, und ich hätte dann gesagt, oder ich sage jetzt, dass ich bin 1,72 groß und wiege zwischen 33 und 34 Kilo und ich... Wie bitte? Du wiegst 32, 34 Kilo? Ja, zwischen 33 und 34. Im Moment auch? Ja. Das geht? Da kannst du... Das geht... Eigentlich? Einigermaßen. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sag ich mal. Man gewöhnt sich auf... Aber du bist ganz scharf an der Zwangsernährung. Ja gut, ich bin also schon öfter mal in meinem Leben zwangsernährt worden durch verschiedene Methoden, durch Nasensonde, durch andere Formen von künstlicher Ernährung und habe das auch alles nicht vertragen. Also ich hatte früher, ab dem 15. Lebensjahr hatte ich mal die Magersucht. Ja. Das hatte sich dann aber wieder gegeben. Also ich habe auch mehrere Therapien gemacht. Wie ist das denn jetzt, wenn du 34, 32 Kilo jetzt wiegst im Moment, so ja, zwischen 32 und 34, bei einer Größe von 1,72 hast du. Ja. Ist das doch die Folge einer Magersuchterkrankung, oder? Denke ich mal. Also wie gesagt, die ganzen Therapien, die ich gemacht habe bis jetzt, das waren bestimmt 6 oder 7, auch teilweise stationär, das hat alles nichts gebracht. Also wie viele auch Jahre? Wenn sich das jetzt scheiße anhört, das habe ich eben schon gesagt im Vorgespräch, aber wir haben schon Therapeuten gesagt, sie sind zu intelligent, sie spielen uns aus. Ne? Mhm. Ja. Und das gebe ich auch zu. Empfindest du dich denn als krank? Also ich finde mich nicht als krank, weil ich so dünn bin. Das Problem ist halt nur, dass ich seit 98 eine chronische Niereninsuffizienz habe und kurz vor der Dialyse stehe. Was eine Folge davon ist. Und im Prinzip, selbst wenn ich jetzt anfangen würde, vernünftig oder normal zu essen, bestimmte Sachen gar nicht mehr essen darf oder auch gar nicht mehr vertrage. Was isst du denn überhaupt so am Tag? Also bis jetzt habe ich ein halbes Brötchen gegessen. Heute den ganzen Tag? Ja. Weißt du, mich wundert es total. Deine Stimme klingt relativ stark und stabil. Ja, ich bin zäh, ne? Ja, du bist, wenn ich dich jetzt sehen würde, wahrscheinlich ein Bündel aus Haut und Knochen. Ja. Wenn man sich auszieht, ja. Ja gut, na sicher, natürlich. Aber im Gesicht wird es auch nicht viel anders sein. Dass du die Stärke dafür hast, dann überhaupt... kannst du rausgehen? Also jetzt im Moment bei dem Wetter, wenn es so warm ist oder wenn so Hitze ist, dann ganz schlecht, weil wegen der Nierenerkrankung, Flüssigkeitshaushalt und so weiter. Trinkst du denn viel? Ja, doch. Das schon. Ja. Wie lange geht das jetzt schon so, dass du so extrem wenig isst? Ich muss sagen, ich bin seit 98 EU-Rentnerin, also erwerbsunfähig. Und musste mich dann so nebenher über Wasser halten mit so 400-Euro-Jobs. Und da habe ich einen Job gehabt für 2 Jahre im Kurierdienst und da habe ich mich im Prinzip ziemlich runtergewirtschaftet, weil das anstrengend war, Pakete schleppen und so weiter. Ja. Wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon nicht mehr? Gar nicht mehr? Puh, ja, ein Dreivierteljahr. Ach so, das ging noch bis vor einem Dreivierteljahr. Also das mit dem Pakete schleppen, das ging bis letztes Jahr im April. Dann habe ich noch eine Zeit lang im Lager Kommissionierungsarbeiten gemacht. Aber das ging dann halt nicht mehr. Ne? Und in dieser Zeit warst du manchmal auch so wenig gewichtig wie jetzt? Ja. Das ist erstaunlich, das kann ich gar nicht verstehen. Ich habe aufgehört, weil das war einfach zu anstrengend. Es ging dann nicht mehr. Ich musste dann kündigen. Ne? Ich bin insofern auch sehr erstaunt, dass man überhaupt so lange so leben kann, weil bei dem Körper doch, du kriegst keine Vitamine, du kriegst ganz viele Sachen nicht, die der Körper einfach braucht. Ja, das ist richtig. Ich meine, und trotzdem, theoretisch sieht man das alles ein, aber umsetzen kann man das jetzt so nicht mehr, ne? Ich meine, gut, die Karre ist verfahren. Das Erste, was du jetzt zahlen musst, ist ja schon, dass deine Niere kaputt ist. Das ist ja sicher eine Folge, eine Folgeerscheinung davon. Ja, das hat auch andere Gründe, aber das wäre ein anderes Thema. Hattest du angerufen, für meine Schönheit tue ich alles. Ja. Also mittlerweile muss ich sagen, finde ich dieses schmale und dünne finde ich schön. Ich könnte jetzt nicht ertragen, 5 Kilo zuzunehmen. Ne? Dann würde ich mich nicht mehr irgendwie so... Ja. Aber wenn man das so empfindet, ist das ja ein ganz klares Indiz einer ganz schweren Essstörung und einer Esserkrankung. Ja.
Weil alle Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, finden sich ja irgendwie auch schön. Ja, ja, ist richtig. Und wenn man dann ein bisschen zunimmt, wo jeder andere sagt, naja, kannst du ja noch ein bisschen drauflegen, da würdest du dich absolut unwohl fühlen. Ja, ist schon schlimmer, wenn man 30 Jahre damit zu tun hat und immer noch nicht davon weg ist. Allerdings. Ja, insgesamt sind es so 30 Jahre, sagst du? Ja, so 26, sag ich jetzt mal. Also mit 15 hat es angefangen, jetzt bin ich 41, also... Mhm. Wenn du jetzt mal so ein paar, einfach nur mal so ein paar Wochen und ein paar Monate zurückdenkst, was war das für dich Größte, was du zu dir genommen hast, gegessen hast? Oh je, da kann ich jetzt nicht irgendwie... Also immer nur Brötchen, nein, Suppe, nee, Joghurt? Nicht. Also ich habe schon, wenn ich sowas wie Hunger habe, dann habe ich schon, bin ich ein Fleischesser, muss ich sagen. Also dann muss ich irgendwie, also am liebsten alle Formen von Geflügel. Hm. Also ich esse viel Fleisch, aber dann ohne, ja gut, gewürzt natürlich, auf verschiedene Arten zubereitet. Ja. Wobei man jetzt relativieren muss, das Wort viel. Ich würde unter viel wahrscheinlich was ganz anderes verstehen als du. Ja, na gut. Ja? Klar. Ich esse auch dann in Etappen, also jetzt, was weiß ich, einen halben Hähnchenschenkel und fünf Stunden später die andere Hälfte. Mhm. Schaffst du denn aufgrund deiner Kräfte so deinen Haushalt überhaupt noch? Ja, gut, das krieg ich noch hin. Also eine Person macht nicht so viel Dreck. Mhm. Du bist, hast also keinen Partner und keine Kinder? Nee. Mhm. Hattest du auch nie? Nee. Du hattest nie einen Partner, gut, Beziehungen schon, aber jetzt nicht so, dass man dauerhaft mit jemandem zusammen bleibt. Mhm. Wie, ich meine, du bist 41 Jahre alt, du hast so viele Jahre diese Erkrankung. Hm. Du hast Dutzende von Psychotherapiegesprächen wahrscheinlich schon geführt. Ja, und man wird auch müde, ne? Und kennst das alles. Wie siehst du denn jetzt dein Leben und deine Zukunft? Willst du dich... Also in die Zukunft gucke ich schon lange nicht mehr. Ich lebe im Prinzip von heute auf morgen. Rechnest du immer mit dem Tod? Nicht immer, aber... Teilweise schon. Also je nachdem, es kommt drauf an, je nachdem, wie ich mich fühle, manchmal denke ich, ja, morgen wirst du vielleicht nicht mehr wach. Wäre das dann für dich, denkst du das so, dass du denkst, naja, dann ist es halt so? Ja, eigentlich schon. Mhm. Das wäre auch kein großer Verlust für die Menschheit, immer davon abgesehen. Ne? Weil es ist großartig niemand... Ich finde schon, dass es ein Verlust ist, wenn es dich nicht gibt, obwohl ich dich nicht kenne. Aber aufgrund dessen, dass du da bist, finde ich, dass es ein großer Verlust ist, wenn du weg wärst. Ja, aber wenn es keinen interessiert danach, was ist das für ein Verlust? Das heißt, da ist keine große Lebensenergie und... Ja gut, ich habe noch meine Eltern, mit denen ich mich, also in Anführungszeichen, relativ gut verstehe. Wie alt sind die? Die sind Mitte 60. Mhm. Also wir haben so einen Kontakt, man telefoniert jeden Tag und man sieht sich einmal die Woche, aber die Gespräche sind halt sehr oberflächlich, ne? Über das Wetter, über das, was man gemacht hat am Tag. Aber die wissen ja auch Bescheid um dich, ne? Die wissen Bescheid, aber und die haben's aufgegeben? Über Probleme oder so wird da nicht gesprochen. Ne? Haben die es auch aufgegeben, dich irgendwie zu bedrängen, du musst was tun, du musst wieder in die Klinik oder sowas zu sagen? Ja, ich meine, gut, das wird jeder wissen, also... Je mehr Eltern einem versuchen, irgendwas beizubringen, desto mehr blockt man ab, ne? Gerade wenn man irgendwie älter wird. Mhm. Was ist denn für dich noch schön? Worauf freust du dich? Lange Pause. Keine Ahnung. Mhm. Ziemlich unten, ne? Ja. Mhm. Vielleicht auch deshalb, weil du selbst hilflos bist und denkst, ich weiß sowieso nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwie was machen kann, weil ich, wie gesagt, ich bin ziemlich therapiemüde. Mhm. Die letzten Therapien, die da vielversprechend waren, da weiß ich mittlerweile mehr von den Therapeuten als die von mir. Mhm. Also das ist mir einfach zu dumm auch, ne? Mhm. Da hat man auch keine Energie mehr für irgendwann. Naja, ich glaube, dass in solchen Fällen wie dein Fall jetzt ist, dass du nur eine Chance hast, wenn du an eine sehr starke Persönlichkeit ja, kommst, wahrscheinlich. Die du respektierst. Ja. Den du ernst hast. Die aber auch Ahnung hat. Und der Ahnung hat, ja. Definitiv. Nicht eine Koryphäe. Irgendwelche Floskeln daherredet, die jeder in dem Buch nachlesen kann die man schon tausendmal gehört hat, das ja, da lache ich drüber, ne? Dann sage ich ja und Amen und sie haben recht und mache eh mein eigenes Ding.
Ich meine, gut, das... Wie du dir jetzt deinen Fall geschildert hast, würde ich so aufgrund meiner Erfahrung, was ich so hier alles gehört habe und was ich erlebt habe, wäre, glaube ich, eine Kombination von einem extrem gut ausgebildeten Psychiater plus Therapeut für dich das Ideale. Also ja, aber nicht stationär. Nicht unbedingt stationär, nein, wenn du das nicht möchtest. Nee, nee. Würde ich mich gar nicht drauf einlassen, weil hast du das irgendwelche Regeln 24 Stunden am Tag zu akzeptieren? Das geht schon mal gar nicht. Also ich meinte jetzt einen Mediziner, der sowohl nach neuestem Wissen als Psychiater ausgebildet ist, der aber auch gleichzeitig Psychotherapeut ist. Ja. Das sind so neue Wege in diesem medizinischen Bereich, die ich sehr gut finde. Und wenn man da an jemanden gelangt, der beides exzellent beherrscht, glaube ich, hättest du aber auch wirklich nochmal eine Chance. Ja. Würdest du das denn ambulant machen? Also zumindest ausprobieren. Also so viel Energie ist schon noch da. Ja. Dass du sagst, ich würde es nochmal versuchen. Ja. Ich würde es dir so wünschen. Ich würde es dir so wünschen, Sabine, dass... Also sonst hätte ich ja auch wahrscheinlich letzte Woche nicht angerufen. Ich glaube auch. Ich wollte gerade sagen... Ich finde dieses schmale und dünne und klapprige, so wie ich im Moment bin, das gefällt mir, muss ich... Also es ist wirklich so. Mhm. Deswegen habe ich auch zu dem Thema angerufen. Mhm. Aber ich muss wirklich jeden davor warnen, jetzt gerade die jungen Leute irgendwie da irgendeinem Ideal hinterher zu rennen. Die kommen da nicht mehr raus. Mhm. Ja, du hast es ja nur erfährst es am eigenen Leib. Die kommen da nicht mehr raus. Seit lange schon. Ja. Sabine. Weil man kann wirklich, also auch nicht nur ich, also da muss man nicht besonders gebildet für sein. Man kann wirklich die Therapeuten nach Strich und Faden verarschen. Mhm. Oder belügen, in Anführungszeichen. Ja. Und es bringt nichts. Ne? Ich bin ja davon überzeugt. Ich werde ja nicht müde, das so zu glauben oder den Leuten auch zu sagen. Nur sicher gibt es auch Ausnahmefälle, aber in deinem Fall sage ich das. Lass mich ausdrücken. Ich glaube, wenn du ein paar Stufen es geschafft haben solltest, rauszukommen aus dem, in dem du da jetzt steckst, dass du auch wieder das Leben lebenswert findest und wahrscheinlich sagen würdest, Mann, ich habe damals so lange gezögert, als Jalomir mich gefragt hat, über was freue ich mich. Heute weiß ich eine ganze Menge, worüber ich mich freue. Das heißt, da ist schon auch, ich glaube nicht, dass du dich ganz aufgegeben hast, so wirkst du nicht. Nee, ich bin eigentlich so ziemlich zäh, muss ich sagen. Und deshalb, also wir werden jetzt erstmal im Hintergrund versuchen, mal zu überlegen, ob wir dir irgendwelche Tipps geben können. Ja. Das weiß ich nicht, ob das gelingt, das ist nun wirklich ein Spezialfall. das, was ich gerade gesagt habe, diese Kombination von Therapeuten, wie ich es gerade erklärt habe, das wäre das Ideale für dich. Wir können dir natürlich nur einige Sachen an die Hand geben. Du musst dann nochmal von dir aus die Energie aufbringen, weiter dann zu machen, morgen übermorgen. Also ich bin auf jeden Fall bereit, wenn da irgendwie eine Möglichkeit besteht. Nur muss man auch bedenken, das sage ich jetzt nochmal, dass im Prinzip auch die Nierenerkrankung ziemlich aktuell ist. Ich sollte im Dezember schon mit Dialyse anfangen. Und ich muss jetzt jeden Monat irgendwie da zur Kontrolle. Und das ist natürlich auch ein Stressfaktor. Sagst du mir doch bitte, in welchem Bereich du wohnst, so ungefähr? In Köln. In Köln, ach so, in Köln. Ah ja, das ist gut. Da gibt es ja eine ganze Menge... Ich kenne mich da auch ganz gut aus. Ja. Ich meine, ich habe kein Auto mehr, aus finanziellen Gründen, ja. Aber mit Bus und Bahn komme ich überall gut. Hin. Gut, also, so, Sabine, jetzt legst du bitte auf und dann ruft die Simone, meine Psychologin, dich nochmal an. Alles klar. Und dann gehen wir nochmal so richtig in uns und werden überlegen. Okay. Und ich wünsche es dir von Herzen, dass du schaffst. Das ist lieb von dir. Von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss. So, meine Lieben, jetzt der Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht, morgen ist Dienstag. Da ist Thema. Und das Thema morgen heißt, ich mache etwas Außergewöhnliches. Wer von euch macht etwas Außergewöhnliches? Also, wer von euch hat vielleicht ein sehr, sehr ausgefallenes Hobby, über das ihr mir erzählen wollt? Wer von euch hat einen sehr ungewöhnlichen Beruf, von dem man auch nicht so immer was hört oder oft was hört? Wer von euch hat sehr ungewöhnliche Sexvorlieben? Das hören wir alle auch immer sehr gerne, wenn ihr davon erzählt. Oder wer von euch hat sehr ungewöhnliche Marotten und Ticks? Das Thema heißt, ich mache etwas Außergewöhnliches. Wer von euch macht etwas Außergewöhnliches und mag es mir erzählen? Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen oder rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. So, jetzt machen wir weiter mit Esther.
Hallo, Esther? Hallo. Ja, hallo Esther. Wie alt bist du? Ich bin 14. Du bist 14 und bist noch auf? Ja, ich habe meine Mutter gefragt, ich durfte dann heute mal. Das ist aber nett von der Mama. Mhm. Das heißt, du musst nicht so früh morgen raus, sondern in die Schule? Doch, ich muss morgen sehr früh raus. Ja, aber... Dann müssen wir aber jetzt schnell sprechen, damit du dann umso schneller schlafen gehen kannst. Ich war schon im Bett, bin dann extra nochmal aufgestanden. Hast du schon ein bisschen vorgeschlafen? Ja. Okay, also mit dem Segen der Mama dürfen wir uns unterhalten. Ja. Um was geht's denn, Esther? Also, vor 4 Wochen ungefähr ist ein Freund von mir und meiner Familie halt verschwunden. Er war öfters mal bei uns, hat bei uns geschlafen. Meine Mutter hat ihm auch die Haare gemacht, Rasterzöpfe. Wie alt war denn der Freund? Der war 25. Ja. Ja, den kenne ich halt von meinem Freund. Ist ein Freund von meinem Freund und... Wie alt ist denn dein Freund? Ab heute 26. Hey. Ja. Mann, so alte Männer lässt du dich ein? Herzlich. War jetzt ein Scherz. Weiß die Mama auch Bescheid darüber? Ja. Ja, weil in deinem Alter ist das ja noch ein bisschen heikel, ne? Wenn man sich da... Ja, ja. Also, okay, das muss ich nicht weiter vertiefen. Ist auch schon etwas länger, ja. Okay. Ja, und halt... Der ist dann weg. Vor ein, zwei Wochen haben wir dann, also als er verschwunden war, haben wir auch versucht, ihn zu erreichen, übers Internet, übers Handy, aber... Er war halt nicht zu erreichen, wir waren auch bei seiner Freundin und überall. Mhm. Und dann halt haben wir jetzt von der Polizei mitgekriegt, dass die Freundin bei der Mutter war, die ganze Zeit. Und hat der Mutter dann erzählt, dass sie ihn halt schwer verletzt hätte. Und die Mutter hat dann die Polizei benachrichtigt. Und halt als die Polizei dann bei ihr in die Wohnung kam, hatte schon nach... tot gerochen und dann lag da halt total verstümmelt. Das Gesicht konnte man noch gar nicht mehr erkennen. Lag da dann tot in der Badewanne und ja. Und die Freundin von diesem jungen Mann hat ihn umgebracht? Ja, ich weiß nicht warum. Der war auch ein ganz lieber, aber die hatten bestimmt, die hatten öfter schon Streit und die Nachbarn sagten auch, dass öfters mal schwarz gekleidete Leute an- und ausgehen bei ihr und vielleicht war das ja so eine Opfergabe oder so. Tja, das weiß man nicht. Ja. Aber wie furchtbar. Wie furchtbar. Ja. Also du kanntest den auch ganz gut. Der war bei euch dann schon öfters, wie du gerade sagtest, zu Hause. Ja, geschlafen. Und wie empfindest du das jetzt? Wie gehst du? Ich finde das total schlimm. Ich muss auch öfters weinen und... Mhm. Ja. Und dein Freund und dieser verstorbene junge Mann, waren die eng befreundet? Ja, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil er halt bei uns war die meiste Zeit. Mhm. Und ich kenne ihn halt schon 2 Jahre lang. Mhm. Und am Anfang mochte ich den nicht so, aber jetzt die letzten Monate mochte ich ihn eigentlich total gerne und ja. Sag mal, ich muss jetzt doch nochmal auf diesen doch relativ großen Altersunterschied kommen. Wenn du diesen jungen Mann auch schon so lange kanntest, da warst du dann ja wirklich noch ein Kind. Mhm. Und du deinen Freund auch schon länger kennst, mit dem du jetzt zusammen bist, da warst du ja auch noch ein Kind. Ja. Wie kommt denn das, dass du dann mit so einem viel älteren Mann zusammen bist und auch mit so viel älteren so verkehrst? Meine Geschwister, meine Älteren sind ja auch 25 und 24. Ja. Und ja, ich bin halt schon sehr früh gereift und alles. Also du wirkst äußerlich auch älter als 14? Ja. Ja. Mhm. Ja. Und deine Mutter hatte da von Anfang an nichts gegen, dass du mit deinem jetzigen Freund zusammen bist? Mhm. Mhm. Nee. Jetzt bist du extra aufgeblieben oder bist nochmal aufgestanden, um mir diese schreckliche und sehr traurige Geschichte zu erzählen. Ja. Was war die Motivation, hier anzurufen? Bitte? Was war der Grund für dich, hier anzurufen? Es war auch so, weil die Freundin, die ist jetzt in Untersuchungshaft, aber nicht des Mordes wegen, sondern des Totschlags und sie hat ihn doch ermordet und und weil ich halt auch total weg bin, ich
geht zwar in die Schule noch und aber ich konnte mich halt nicht richtig konzentrieren. Das ist auch ganz schwer für mich. Verstehe. Das ist schon ein großer Schock, wenn jemand aus dem nahen, also es ist ja schon ein nahes Umfeld, stirbt und dann auch noch auf so schreckliche Weise umkommt. Ja. Da hat man dann schon die Bilder immer wieder vor sich. Ja. Hm. Aber deine Mutter, die weiß ja auch, dass es dir schlecht geht, ne? Seitdem. Ja. Was habt ihr beide denn schon so unternommen? Habt ihr viel geredet oder wart ihr mal bei jemandem? Mm-mm. Nee, das nicht. Aber du redest mit deiner Mutter schon darüber? Nicht wirklich, eher mit meinen älteren Geschwistern. Ach so. Der einen, da geht's auch ganz schlecht. Mhm. Und meine kleine Schwester, die zeigt halt überhaupt nichts. Sie hat noch kein einziges Mal geweint. Für sie war es halt, ja, der ist tot. Mhm. Ist egal. Wie alt ist denn die kleine Schwester? Die ist jetzt 10, aber das Komische ist ja auch, weil die hat immer so viel mit ihnen unternommen. Die haben gespielt, Fang gespielt und alles. Ja, vielleicht realisiert man den Tod in dem Alter anders als jetzt mit 14 oder wenn man dann noch älter ist. Das kann ja sein. Sie ist ja auch schon 10 und... Mhm. Ja. Redest du denn mit deinem Freund viel darüber? Nee, der will gar nicht darüber reden. Der will gar nicht darüber reden? Aber gerade ihn betrifft es ja nur auch sehr. Es war ja auch ein naher Mensch für ihn. Also du fühlst dich da ziemlich alleine in deiner Angst und in deiner Traurigkeit. Mhm. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Also jetzt verstehe ich auch den Anruf hier bei mir. Das heißt, du musst da oft dran denken oder kannst nicht einschlafen, weil du dir das vorstellst. Der hat auch ein Lied jetzt vor kurzem, eine Woche bevor er gekommen ist, aufgenommen. Ein Lied? Ein Lied, ja. Und er erzählt da halt, dass er weiß, dass er nie viel Geld haben wird, aber dass er leben möchte. Mhm. Und dass die Freundin ihn nicht so rumkommandieren soll und dass sie ihn mit ihrem Geschwafel noch in den Tod bringt und so. Und jetzt hat sie ihn halt wirklich umgebracht. Mhm. Was für ein Lied hat er das sich so ausgedacht und euch zur Gitarre vorgespielt? Oder das wie? Hat er richtig aufgenommen, das höre ich mir öfters am Ach Tag. So. Ist irgendwie krank von mir. Ich höre es mir mindestens 20 Mal am Tag immer ein iPod an. Und sag mal, hast du diesen Mann, der jetzt umgebracht wurde, auch sehr gemocht? Nein, es ging, aber der war halt immer bei uns und ist er mir halt auch halt ja, ist halt schlimm, wenn er halt jetzt nicht mehr kommt und Also Esther, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du so traurig bist und dass du auch geschockt bist. Das ist ja auch ein Schock, wenn man sowas erfährt und wenn man sich das auch noch so vorstellt, was da vielleicht passiert ist und wie man ihn gefunden hat. Das ist ja auch alles grauselig. Was man sonst vielleicht nur so aus Spielfilmen im Fernsehen kennt, plötzlich ist das dann Wahrheit. Ja. Und das ist sehr schlimm. Und ich... Ja. Und ich finde... Ich kann das auch gut verstehen, dass du dich da auch ein bisschen alleine fühlst, wenn niemand richtig mit dir darüber spricht. Deswegen war das eine gute Entscheidung, dass du dir angerufen hast. Jetzt werden wir dich erstmal gleich nochmal sofort zurückrufen, das heißt meine Psychologin. Okay. Dann kommst du halt nochmal ein bisschen später ins Bett, aber auf die paar Minuten kommt es dann auch nicht an. Ja. Ich finde nämlich, dass du dir, also ich finde, dass du dir eine Hilfe suchen solltest und wir werden dir dabei helfen, die zu finden, wo du mal jetzt die nächsten Wochen mal so vielleicht einmal in der Woche hingehen könntest. Zu einer Beratungsstelle, zu einem netten Jugendpsychologen oder sowas in der Richtung. Ja. Damit du einfach dein Herz ausschütten kannst, denn ich weiß, wenn man sehr traurig ist, dann hilft es schon viel, wenn man sprechen kann. Ja. Dann bleibt der Schmerz schon auch noch da, aber der Schmerz wird etwas gelindert, wenn man sich ausspricht. Wenn man immer nur runterschluckt und alles für sich behält, dann wird es immer schlimmer. Mhm. Ne? Ja. So, liebe Esther, jetzt legst du bitte auf und die Simone, das ist eine sehr nette Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an und alles Weitere besprecht ihr beiden Mädels damit. Okay? Okay. Ja? Ja. Alles Liebe und alles Gute. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Aline.
Ja, Aline. Hallo Aline, wie alt bist du? Ich bin 20. 20. Und Aline stimmt? Aline. Aline? Also nicht Alina, sondern Aline. Entschuldige. Aline, was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's ums Thema Bulimie. Mhm. Und also ich bin, was ich jetzt gehört habe, da sehe ich, dass es mir noch nicht so schlecht geht. Mhm. Bei der Anruferin, die sich schon heute bei dir gemeldet hat. Der sehr schlecht ging vorhin. Ja, genau. Der Sabine war das. Mhm. Ja. Wie lange bist du bulimisch erkrankt? Also seit 2 Jahren. Ja. Und also ich habe 68 Kilo gewogen halt noch vor 2 Jahren und bin jetzt auf 49. Ja. Aktuell 1 Kilo zugenommen. Ja. Was auch. Wie groß bist du? 1,68. Mhm. Ja, und was halt auch der Grund ist, weswegen ich anrufe, ich habe halt einen netten Jungen kennengelernt. Mhm. Und ich mache halt wieder, merke, dass ich jetzt, also das ist wirklich mein Traummann, vom Äußeren her und wie er sich gibt. Ich kenne ihn zwar noch nicht so lange jetzt, aber mhm. ja, und ich habe halt Angst, da irgendwo eine Beziehung einzugehen oder ihn noch besser kennenzulernen, weil ich Angst habe, dass er halt was merkt davon. Mhm. Wie schlimm ist es denn im Moment? Wie oft am Tag brichst du? Es kommt drauf an, wie es mir geht. Also ich versuche jetzt im Moment gar nichts zu essen, aber heute habe ich es auch schon wieder gebrochen. Dann kommen so Pizzabestellungen im Wert von, ich weiß nicht, also selten unter 20 Euro. Mhm. Und also ich esse auch immer mehr. Es wird immer mehr, was in meinen Magen reinpasst. Ja. Das heißt, die ganze Pizza und alles, was zur Verfügung steht, stopfst du in dich rein. Ja. Und dann geht's zur Toilette und dann wird wieder alles rausgebrochen. Ne? Ja. So ist es. Und ja. Kommt das öfters am Tage manchmal vor? Ja, manchmal schon. Also so 4 bis 5 Mal. Mhm. Geht natürlich dann auch heftig ins Geld, das Ganze, ne? Ja, auf jeden Fall. Was machst du? Bist du Studentin oder? Ich bin Bankkauffrau. Bankkauffrau. Vorher ist ja fertig geworden mit der Lehre. Ah ja, das heißt, da geht ein ganz schöner Teil des Gehaltes geht jetzt... Ja, ja. Geht ins Klo, ne? So kann man sagen. Mhm. Ja. Lebst du relativ alleine oder hast du so ein normales, intaktes soziales Umfeld? Ja, ich wohne alleine. Und also jetzt mittlerweile bin ich aus der Jugendhilfe raus. Meine Mutter ist vor 10 Jahren gestorben. Mhm. Und dann bin ich halt mit 10 ins Heim gekommen. Mhm. Mein Vater war arbeiten, konnte sich nicht wirklich um mich kümmern. Mhm. Es gibt auch noch einen Bruder, der ist 18. Ja, und ja, jetzt lebe ich halt alleine. Und hast du Freunde? Ja, schon. Das schon. Aber wer weiß, dass du Bulimikerin bist? Wissen tut es niemand. Niemand? Nein. Brichst du, kotzt du auch während der Arbeit? Es ist vorgekommen, ja, weil ich es halt nicht immer, ich habe es immer versucht zu vermeiden, aber es ist schon vorgekommen, weil ich halt auch vom Chef, ich hatte ein Gespräch auch schon mit dem Chef, bin darauf angesprochen worden und am Anfang fanden das alle Kollegen toll und weil ich hatte ja dann noch die 68 Kilo und da haben mich bewundert, wie ich das halt mache und ich habe erzählt, dass ich viel Sport mache. Und du bist weswegen vom Chef angesprochen worden, weil du so dünn geworden bist? Ja, ich bin halt auch öfter, ich hatte öfters dann Fehlzeiten bekommen, ach so. Weil ich oft vom Kreislauf her umgekippt bin. Zum Glück nicht auf der Arbeit, aber halt auf dem Weg zur Arbeit ist es passiert und einen Tag vorher zu Hause, so dass ich halt wirklich merkte, ich kann nicht arbeiten gehen. Mhm. Das schaffe ich nicht. Du hast gesagt, das fing vor 2 Jahren an. Ja. War da irgendwas Besonderes? Nein, das ist das, was ich mich auch frage, nicht wirklich. Also eigentlich war alles soweit. Im Lot. Alles soweit. Hattest du zu der Zeit einen Freund? Nein, nee. Nein. Hattest du schon mal eine längere Beziehung? Ja, hatte ich, aber das hat länger als 2 Jahre, wo ich 15 war. Also, Ja, aber das war auch mehr wegen der Heimzeit, da habe ich nicht, ich weiß auch nicht. Ja. Ja. So, und jetzt hast du da jemanden kennengelernt, der eigentlich ziemlich gut ist. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und wo du dich gerne drauf einlassen würdest, auf einen näheren Kontakt, sagen wir mal. Ja. Du aber Angst hast, dass er das irgendwie mitkriegt und dass dadurch dann die Beziehung kaputt ginge. Genau, ja. Mhm. Weißt du, ich sage erstmal einen grundsätzlichen Satz. Ich glaube immer, wenn man eine solche Art der Erkrankung hat, dass die beste Therapie sowieso ist, so weit wie möglich zurück ins Leben zu kommen, in eine Normalität. Und ein Schritt ins Leben, in die Normalität zu kommen, ist sicher eine Liebe, eine Beziehung. Sodass, wenn du jetzt da witterst, dass da jemand da ist, den du magst, in den du dich vielleicht verliebt hast, musst du alles daran tun, dass es zu einem näheren Kontakt kommt. Und die Krankheit darf nicht so stark sein, dass sie dir sogar die Liebe kaputt macht. Oder dich gar nicht an die Liebe heranlässt. Ich sehe das vom Verstand her, sehe ich das ja auch so. Mhm. So, aber
Aber parallel dazu musst du natürlich auch was unternehmen, Aileen. Ich gehe mal davon aus, du hast es nicht von dir aus erzählt. Ich gehe mal davon aus, dass du noch in keiner Behandlung warst. Ich war das letzte Mal vor einem Jahr bei meinem Hausarzt und der hat halt einen Bluttest gemacht gehabt und die Blutwerte da waren damals schon so schlecht und ich sollte auf jeden Fall wiederkommen und da hatte ich ja noch ein bisschen mehr drauf als jetzt. Und seitdem war ich nicht mehr da, weil ich traue mich einfach nicht mehr hin. Ich merke halt, dass ich schon jetzt mit dem Herz Probleme habe. Und ich meine, das hört sich dumm an, weil das sind gerade mal 2 Jahre. Und jetzt hast du ja gehört, dass man mit 33 Kilo leben kann. Nee, das hört sich überhaupt nicht dumm an. Und dass du Angst um deine Gesundheit haben musst, auch nach 2 Jahren schon, das ist absolut berechtigt. Einer hält es länger aus und der andere klappt vielleicht schon nach 2 Jahren zusammen und kriegt große Probleme. Du hast deinem Arzt auch nicht gesagt, dass du erbrichst, ne? Doch, der weiß es. Der weiß es. Und was hat er da gesagt? Das war mir auch so peinlich. Deswegen bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Also wir haben noch den Bluttest halt gemacht und er hat mich halt darüber aufgeklärt, was alles passieren kann. Und ich habe halt mir damals gesagt, also vor einem Jahr, dass er mir nur Angst machen will. Und dann kam halt das Ergebnis von dem Bluttest und er meinte, dass ich auf jeden Fall noch in die Klinik zu ihm kommen sollte und dass dann geguckt wird, was gemacht wird, wie man da am besten. Ja, da hatte ich halt so viel Angst davor, dass er mich in die Klinik einweist. Deswegen bin ich halt seitdem nicht mehr da gewesen. Nein, also du kannst das natürlich auch ambulant machen und du kannst einmal pro Woche oder wie das dann geregelt wird, auch zu einem Therapeuten gehen. Aber du musst etwas machen. Du musst etwas machen. Jeder Tag, an dem du nichts machst, ist ein verlorener Tag. Und der wird dich noch weiter zurückwerfen. Und du wirst noch weiter abstürzen, sowohl in die psychische Abhängigkeit von dieser Erkrankung, als auch von den körperlichen Begleiterscheinungen. Vom Verstand her merke ich das ja. Ich habe damals immer gesagt, mit 56 Kilo höre ich auf, das wäre mein Traumgewicht. Nee, weil, ja, jetzt Ali, habe ich weißt im Moment 50, ein Kilo zugenommen, das ist für mich eine Katastrophe, da geht die Welt unter. Ist mir klar, dass du so mit dem Verstand nicht rangehen kannst. Aber du kannst deinen Verstand dafür benutzen, zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten. Die Verstandeshandlung musst du hinkriegen. Dass du nicht mit dem Verstand rangehen kannst, ich finde mich jetzt schön, auch so, und das ist mir alles klar, das geht nicht. Aber diesen Schritt, den musst du alleine schaffen. Du bist 20 Jahre alt, ne? Hast du gerade gesagt. Hallo? Ja. Ja, du bist 20 Jahre alt. Das heißt, da sind 1000 Sachen, die du gerne noch machen möchtest in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass du schon so traurig bist, wie Sabine das vorhin zu sein schien. Nee, das denke ich auch nicht. Ja, aber wenn du weitermachst und dich weiter... Im Moment lässt du dich ja gehen. Lässt sich gehen. Ja. So muss man sagen. Das ist wie ein Drogenabhängiger, der weiter spritzt. Und so kotzt du weiter. Ja. So. Und es ist auch kein schönes Gefühl, kotzend vor dem Klo zu hängen. Nein, das ist nicht. Nee, das stabilisiert dein Selbstwertgefühl überhaupt nicht. Und jedes Mal, wenn du davor hängst, ist das eine große Niederlage für dich. Ja, nur mittlerweile habe ich das Gefühl, es hat gar nichts mit dem Gewicht wirklich zu tun. Ich wollte am Anfang wirklich nur abnehmen, aber mittlerweile... Nein, es ist komplexer. Es ist viel komplexer, das ganze Ding. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich streite es halt, ich bin halt oft, werde ich darauf angesprochen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute wirklich schon gucken, aber... Kann ja sein. Ja, nur ich sehe das selber irgendwie nicht und man sagt ja immer, ich weiß auch drauf. Aber jetzt sind die Leute egal. Es geht um deine Gesundheit, um deine körperliche Gesundheit und um deine seelische und psychische Stabilität. Und wenn du all die Dinge vielleicht noch erleben und machen möchtest, von denen du träumst in deinem Leben, jetzt zum Beispiel träumst du von der Liebe, von der Verliebtsein, vom Verliebtsein, ja, dann musst du etwas unternehmen. Wenn du nichts unternimmst, hast du verloren. Und es wird immer, es ist wie bei jeder Suchterkrankung, es ist immer schwieriger rauszukommen, je länger Zeit vergeht. Es sind zwar schon 2 Jahre, aber wenn man es anders betrachtet, sind es auch erst 2 Jahre. Weißt du, wenn du 10 Jahre drin hängst, ist es alles noch viel, 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 viel komplizierter. Jetzt kannst du es vielleicht noch schaffen. Nur ich weiß noch nicht wirklich, wie ich das dann machen soll. Das ist auch ein Grund, weswegen ich anrufe. Also das erklären wir dir jetzt gleich im Hintergrund. Okay. Das erklären wir dir, wie das Prozedere geht mit Therapeuten und wie man das macht. Ich habe halt Angst, wenn ich zum Arzt gehe, dass er mich direkt einweist. Nein. So krass ist das nicht. Da klären wir dich jetzt auf. Da hast du recht, da haben viele Leute auch Angst und deshalb trauen sie sich gar nicht, irgendwie nach außen zu gehen.
Deswegen ist Aufklärung wichtig. Das heißt, wir werden dich jetzt informieren und dann musst du die eigenen Schritte aber unternehmen und auch dann hingehen. So, das ist ja die eine Schiene. Und die andere Schiene ist, lass dich bloß auf diese Beziehung ein. Ja. Lass dich bloß auf die Beziehung ein. Und wenn sich das ein bisschen angebahnt hat, finde ich, dass du es dann vielleicht auch deinem Freund, wenn es denn dein Freund wird, dann würde ich dem das auch erzählen, was du in den letzten 2 Jahren mitgemacht hast. Verheimliche es nicht. Ja. Auch hier der Schritt des Gesundwerdens ist reden und dazu zu stehen. Dieses ganze Verheimlichen bedeutet Isolierung und Isolierung macht dich wieder klein und abhängig. So, Aline. Ja, und bei ihm denke ich halt auch wirklich, dass es was werden könnte. Ist halt, so, ja. Das ist eine tolle Sache, dann streng dich da auch an. Du musst jetzt 2 Schienen fahren. Therapie, okay. Liebe. Hört sich doch schon mal ganz gut an. Ja. Das versüßt die ganze Therapie, wenn du nebenher eine tolle Liebe hast. Aline, du legst bitte auf, wir rufen dich zurück. Okay, vielen Dank. Toi, 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 und viel Kraft. Okay, tschüss. Danke schön. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit dem Boris. Hallo, Boris. Ja. Ja. Hallo Domian. Hallo Boris, wie alt bist du? Ich bin 29. 29. Um was geht's? Ja, ich bin betrogen worden von meiner Freundin. Mhm. Wann? Vor kurzem? Vor kurzem? Ja, ja. Und was ist da passiert? Ja, ich habe sie Freitag so weggefahren und dann wollten wir abends eigentlich noch in die Stadt gehen, was trinken. Ja. Und irgendwann bekam ich dann so die Absage, als ich beim Kumpel war hier, dass sie noch rausgehen wollte mit ein paar Freundinnen. Und dann habe ich mir schon irgendwie gedacht, das stinkt ein bisschen. Mhm. Dann habe ich mich auf die Lauer gelegt, ja, und dann irgendwann zieht es an mir vorbei und dann habe ich sie halt verfolgt. Wir wohnen halt getrennt. Mhm. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass sie mit ihrem Ex meine Nacht verbracht hat. Wie hast du das mitbekommen? Ich habe sie quasi verfolgt halt bis zu ihrer Wohnung und habe halt dann beobachtet, wie sie halt reingegangen sind. Und ja, mit ihrem Ex? Mit ihrem Ex, genau. Und ich habe am Anfang nur gedacht, hier, die wollen über das Kind quatschen, weil meine Freundin auch ein Kind hat. Ja. Und ja. Also ein Kind mit ihm hat? Ein Kind mit mit ihrem Ex hat. Mit ihrem Ex hat. Und habt ihr auch Kinder zusammen? Nein. Nein, das nicht. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind jetzt knapp 9 Monate zusammen. Ach so, noch relativ frisch. War die bis vor 9 Monaten auch mit dem Ex zusammen? Nein, also es war schon eine Übergangszeit nur von 2 Monaten so ungefähr da. Mhm. Sie wohnt auch relativ in der Nähe bei mir. Und warum haben die sich getrennt? Weißt du das? Das ist halt ein ziemlicher Freak halt hier, der zieht sich halt hin und wieder irgendein Näschen in die Birne und flippt halt hin und wieder mal ein bisschen aus, ne? Tritt dann mal eine Tür ein oder so. Ach so. Und das heißt, sie hat sich von ihm getrennt? Mhm. Ja. So, jetzt hast du das beobachtet. Das ist natürlich heftig. Wenn man das als Freund sieht, die Freundin geht mit dem Ex nach oben. Nur weiß man nicht, was da abgegangen ist. Oder weißt du es doch? Hast du gefragt? Ja, natürlich habe ich nachher gefragt am nächsten Morgen. Ich habe dann nicht mehr beide angetroffen, ich habe dann nur noch sie angetroffen halt und sie hat sich erst weggedreht und hat mir gar nichts gesagt. Sie hat nichts gesagt? Nee. Du hast zu ihr gesagt, ich habe euch da reingehen gesehen und, mhm, und sie sagt gar nichts dazu? Ja. Wie gar nichts? Gibt's doch nicht. Ja. Und dann erst abends ist sie damit rausgekommen halt, ne? Ach so. Nachdem ich ihr dann 20 Mal, ich habe ja dann, mehr oder weniger bin ich ja bei dir dann in die Bude reingestürmt, nachdem sie dann die erst die Tür nicht aufgemacht hat. Und da hab ich ja halt dann die Sache erzählt, wo wir waren. Dass du es gesehen hast? Mhm. Ich dachte, das hättest du morgens schon gesagt, dass du es gesehen hast. Ja, das habe ich morgens ihr erzählt dann, ja. So, aber wie auch immer, später hat sie es dann zugegeben? Ja, klar. Mhm. Wie hat sie es erklärt, warum sie es gemacht hat? Ja, sie war sehr spartanisch mit den Erklärungen halt, ne. Ich habe sie dann halt hier mehr oder weniger, muss ich ihr mehr Fragen stellen, als dass sie mir klar geantwortet hat. Was war denn das Resultat deiner Fragestunde? Ja, ich habe also quasi mehr oder weniger von meiner Fragestellung her darauf hinausgezielt, ob sie überhaupt noch was für mich empfindet. Ist auch eine interessante Frage. Was hat sie geantwortet? Ja,
Ja, schon. Schon. Aber ich würde jetzt erstmal gerne wissen, was da war, welcher Teufel sie geritten hat, dass sie mit dem in die Kiste gegangen ist. Also sie ist wirklich definitiv mit dem, hat mit dem Sex gehabt. Ja. Ja. So, warum? Ja, also sie meinte, es wäre nur ein Fick gewesen. So. Hm. Empfindet sie denn für ihn noch etwas? Da habe ich sie gar nicht so direkt nachgefragt. Musst du fragen. Die entscheidenden Fragen, empfindet sie für den noch was und was empfindet sie für dich? Mhm. So, dann kann das natürlich sein, dass da einmal mal irgendwie nochmal so ein Ausrutscher passiert, sagen wir es mal so salopp, wo man auch noch vielleicht drüber hinweggehen könnte, je nachdem, wie die Person das erklärt. Mhm. Wie lange waren die beiden denn zusammen? Die anderthalb Jahre. Ach so, auch nicht länger. Ja. Mhm. So, jetzt bist du ziemlich fertig. Ja. Ja. Und ich weiß auch gar nicht mehr so, wie ich, was ich ja machen soll. Mhm. Was hat sie denn gesagt, wie das jetzt weitergehen soll? Ja, sie ist da sehr spartanisch mit den Antworten halt. Also sie lässt sich da auch nicht großartig auf irgendwelche Konversationen in die Richtung ein bis jetzt. Ist sie gar wütend, wenn du davon anfängst und da bohrst? Ja, doch also, schon. Also man merkt schon, dass er dann nicht viel Lust drüber hat zu reden. Ja. Ja, das Provokante ist wirklich daran, wie du es jetzt erzählt hast, dass sie so sperrig ist. Dass sie, ich meine, wenn sie jetzt gesagt hätte, man, pass auf, es ist irgendwie passiert, es tut mir leid, es sollte nicht, wir haben was getrunken und weiß ich was und die alten Zeiten kamen nochmal hoch und es ist passiert, aber ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ne? Wenn sie die klare Position ergreifen würde. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, verzeih mir bitte. Aber so hat sie es dir nicht gesagt. Oder? Ja, nee. So ist das schon nicht rübergekommen, was sie mir da erzählt hat. Fand ich, ist natürlich... So, nochmal deine Frage, was sie für dich empfindet. Ja, das ist... weiß es nicht. Also ich empfinde noch sehr viel für sie und sie sagt zwar, dass sie was für mich empfindet, aber ich meine... Weißt du, ich finde, dass du das Recht hast, nach so einem Vorfall. Ich finde, man kann nur großzügig mit so einem Vorfall umgehen, wenn auch eine klare Haltung hinterher zutage tritt. Ich finde, du hast das Recht, wirklich von der einzufordern, dass die Karten auf den Tisch legt, was die will. Verdammt nochmal, die sollen ihren Mund aufmachen. Was will die von dem alten Freund? Wie wichtig bist du ihr? Wie stellt sie sich die Zukunft vor? Mit dir, mit dem anderen vielleicht nochmal oder ganz ohne? Ich finde, dass du da hast du ein Recht, dass du da hart daran gehen kannst. Lass es nicht mit dir machen. Auch wenn die dann sickig wird und rumzickt, dann soll sie zicken, dann gehst du. Also meinst du auch, ich soll erstmal so quasi dann bei dem Gespräch, wenn sie rumzickt, den Kontakt erstmal zu ihr einstellen. Ja, damit die auch gemerkt, dass das einfach nicht so geht. Weil sonst lernt die, dass sie dir da auf der Nase rumtanzen kann. Du sollst nicht aggressiv werden und du sollst auch natürlich nicht gewalttätig werden, um Gottes Willen, versteh mich nicht falsch. Du sollst nur eine klare Position haben und sagen, so Mädel, so geht das nicht. Ich will wissen, woran ich bin. Das ist dein Satz. Ich will wissen, woran ich bin. Und ich höre heraus, du würdest dir das verzeihen, ne? Oder? Bitte? Du würdest ihr das verzeihen? Ja, ich würde ihr schon verzeihen, ja. Ja, das mag ich. Mhm. Aber dafür muss sie eben auch was dir zeigen, wenn du es verzeihen sollst. Mhm. Ne? Gut. Mein Lieber. Also, okay. In diesem Sinne, alles Gute. Jo, bis dann. Ne? Tschüss. Jo, ciao, ciao. Das war der Boris. So, meine Lieben. Das war's für heute in der Technik. Volker Thake. Und wir sind morgen wieder da mit unserem Thema Ich mache was Außergewöhnliches. Wer von euch macht etwas wirklich ausgesprochen Außergewöhnliches? Hobbymäßig, berufsmäßig, sexmäßig oder vielleicht als Marotte oder als Tick? Um 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ab 0 Uhr, da sind die Leitungen geschaltet. Wir sind um 1 Uhr hier, Radio 1 Live, WDR Fernsehen und ARD 1 Festival. Oder ihr könnt mailen. Gute Nacht, bis dann. Tschüss.